Zu überzeugen braucht man den Liebhaber des Guten und Schmackhaften von den Qualitäten italienischer Märkte. Vor allem, wenn sie im Herzen der kulinarischen Hochburg der Emilia-Romagna liegen. Hier ist alles zu haben, was den Feinschmecker-Gaumen erfreut. Die Markthalle von Modena bietet darüber hinaus noch eine weitere Attraktion. Den berühmten Aceto Balsamico. Und diesen in allen Preisklassen. Von billig bis zu sehr teuer. Die Modeneser sind stolz auf ihren Essig, dessen Ursprung weit ins erste Jahrtausend nach Christus zurückreicht und der schon im Mittelalter teurer war als Safran und heute in den besten Qualitäten so viel kostet wie Kaviar, beste Trüffel oder sehr alter Cognac. In den Küchen Modenas findet er tägliche Anwendung. Zum Beispiel bei Laura Galli in der Osteria Giusti, einem kleinen, hochdotierten Restaurant mitten in der Altstadt Modenas. Wachteln an einer Aceto Balsamico Soße finden sich ebenso auf der Speisekarte wie Süßspeisen mit dem raren Balsamessig. Ich finde den Aceto ideal für gebratenes Gemüse oder auch auf einem Stück sehr gutem Parmigiano. Ich habe also nicht etwa eine persönliche Präferenz, vielmehr glaube ich, dass die Fantasie eines jeden genügend Platz hat, um den Aceto Balsamico einzusetzen. Natürlich kann man ihn mit einer Taube oder einem Fasan kombinieren, aber auch mit einer Süßspeise, zum Beispiel einem Gelato. Der Aceto lässt der Fantasie freien Raum. Im kleinen Restaurant mit nur gerade 20 Plätzen führt Nano Morandi, Lauras Ehemann, das Zepter. Und auch für ihn ist das Servieren von bestem Aceto eine Pflicht. Und der Aceto beschäftigt ihn auch in seiner eigentlichen Tätigkeit täglich. Er ist Besitzer der Salumeria Giusti, des ältesten Feinkostgeschäfts Europas, das 1605 gegründet wurde. In seiner Salumeria verkauft Morandi mit seinen Söhnen und Töchtern alles, was der Liebhaber italienischer Küche schätzt. Feinsten Parmaschinken und verschiedene Salamisorten, frisch gemachte Teigwaren aus der Küche der Gemahlin und eben den Balsamessig, dessen Qualität bei ihm vorzüglich ist. Das Geschäft mit dem Aceto aus Modena ist aber verzwickt. Aceto Balsamico di Modena ist kein geschützter Markenartikel. Und so können minderwertige Industrieprodukte ebenso als Balsamessig verkauft werden wie der Aceto Balsamico Traditionale. Dass jedermann irgendetwas als Aceto Balsamico verkaufen kann, ist wirklich ein Problem. Viele haben davon profitiert, einen gewöhnlichen Essig, der mit Zucker und Karamell aromatisiert wurde, als Aceto Balsamico zu verkaufen. Dieser schnelle Balsamico hat aber nichts zu tun mit dem traditionellen, der über Jahre in Holzfässern reift. Wer einen traditionellen Aceto machen will, braucht ganz spezielle Fässer, einen gut gelüfteten Estrich und vor allem viel Zeit und Geduld. Die Basis des Aceto Balsamico Traditionale, wie er hier in der Acetaia von Bruno Fabi gepflegt wird, ist der Traubenmost aus der Trebbiano-Traube, der langsam eingekocht wird. Danach lagert er über Jahre in verschiedenen Holzfässern und wird in einem regelmäßigen Turnus von Fass zu Fass umgefüllt. Dieser Ablauf von Fass zum nächst älteren Fass macht die Tradition des klassischen Aceto aus. Ob für den Verkauf wie bei Fabi oder nur für den eigenen Familiengebrauch. In alteingesessenen Familien Modenas gibt es diese Tradition immer noch. Wenn ein Sohn geboren wird oder sich verheiratet, werden mindestens 5 neue Fässer mit altem Balsamico aufgestellt. Denn im Leben eines Menschen dauert es mindestens 30 Jahre, bis ein wirklich guter Balsamico genossen werden kann. Die Lagerung des Aceto in Fässern aus verschiedenen Holzsorten ist das große Geheimnis der Modeneser Essighersteller. Und in der Holzqualität der Fässer liegt letztlich das Kapital, mit dem der Balsamessig seine spezielle Note erhält. Es gibt noch gerade einen Betrieb, die Fabrica Botti von Francesco Renzi, die klassische Aceto-Fässer in den verlangten Holzqualitäten herstellt. Kastanienholz macht bei der Fasslagerung des Aceto ebenso eine spezielle Aromanote aus wie Kirsche, Eiche
oder gar das rare Wacholder- oder Maulbeerholz. Aufgrund der verschiedenen Holzsorten erhält der Aceto Tradizionale seinen charakteristischen Geschmack und seine Farbe. Das Kastanien- und Kirschenholz sowie das sehr starke Wacholderholz geben über die Jahre die Geschmacksrichtung. Darüber hinaus ist es jedem Essighersteller freigestellt, andere Fässer zu verwenden, um eine persönliche Note hereinzubringen. Aber das Verfahren mit den verschiedenen Hölzern und dem Aufgießen ist einfach einzigartig. Der Garten des Restaurants zum Wiesengrund in Uetikon am See. Eine der besten Adressen in der Großregion Zürich. Hier bezaubert seit 10 Jahren Hans-Peter Husson seine Gäste mit feinen Kreationen. Weshalb er von Gomio für seine Arbeit in der Küche mit dem Titel Koch des Jahres 2000 ausgezeichnet wurde. Selbstverständlich findet man den edelsten Aceto Balsamico auch in seiner Küche. Beispielsweise für ein Milfoy von Kabeljau und Tomaten. Und das geht so. Kabeljau und Tomaten in Tranchen schneiden. Mit Pfeffer und Fleur de Sel würzen, leicht im Mehl wenden und kurz in 2 separaten Bratpfannen anbraten. Bevor Kabeljau und Tomaten gar sind, kommt der Aceto Balsamico ins Spiel. Mit feinstem Olivenöl und eben dem edlen Balsamessig wird ein Spiegel auf den Teller geträufelt. Die Qualität des Balsamico ist entscheidend, je nach Gericht. Die älteren Essige, zum Beispiel die 15-jährige, 25- oder 30-jährigen Essige, die nehme ich jetzt für direkt auf das Gericht oder auf den Teller zu träufeln, wo man das direkt so essen kann. Die weniger älteren, wo auch in der Qualität auch so ein bisschen mehr Säure haben, noch mehr Säure haben, die nehme ich eher für die Soßen und mische sie unter die Soßen drunter und tue damit die Soße aromatisieren. Die Tomaten, dekoriert mit einem Basilikumblättchen, und die Kabeljautranchen werden zu einem Turm geschichtet, auf den Olivenöl-Balsamico-Spiegel gesetzt und dekoriert. Fertig ist eine Kreation der hochgelobten Küche von Hans-Peter Husson.